Hier ist NDR2 für den ganzen Norden mit einer aktuellen Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Aufgrund der extremen Hitze besteht in weiten Teilen des Landes Niedersachsen erhöhte Unwettergefahr mit Starkregen. In Teilen Nordrhein-Westfalens gab es bereits erhebliche Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. Es ist weiterhin mit erheblichen Verzögerungen im Fernverkehr zu rechnen. Das Zentrum des Unwetters mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern wird in den nächsten Stunden im Raum Niedersachsen erwartet. Vermeiden Sie unnötige Reisen und den Aufenthalt im Freien. Es besteht Lebensgefahr. Ja, das sind ja beste Aussichten für unsere heutige Zugfahrt, ne? Wir spielen 3D-Zug-Fahrzeit Volume 4. Weil ich finde, das ist immer noch ein sehr schönes Paket, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Letztes Jahr, glaube ich, aber... Doch, wir befinden uns in einer BR101. Ich fange gerade mal mit dem Aufrüsten an. So. AFB. AFB. So, das wäre damit auch getan. So viel ist es ja bei dem Zug nicht. Jetzt müssen wir kurz warten. Ja, wir spielen den 3D-Zug Fahrzeit ein. Fahrzeit Volume 4. So. Wir befinden uns in Hannover Hauptbahnhof und fahren den GPS-Störung. Möglicherweise werden ihre Stationshalte nicht korrekt gewertet. Die Fahrdienstleitung ist informiert. Wir fahren nach Hamburg Hauptbahnhof. Und ja. Ist der erste Teil, ist ein 6, das heißt, es sind über 6 Stunden. Ich werde den aber nicht gesamt hochladen, denn bei der letzten Fahrt mit dem IC und der 120 Expert Line, das Hochladen war ein Spaß, weil die Datei am Ende 3, noch was Gigabyte hatte. Hier steht Metronom 146. Ja. Kommt ein ICE. Ein ICE 2, um genau zu sein. Ich werde dann die Katze in Bahnhöfen setzen. Und ja. Der kommt hier so reingefahren. Hier steht unser Zug. Was haben wir noch? Lässt sich ja auch hier gucken. Hier kommt der ME-82046 nach Uelzen. Der RE-14035 nach Wolfsburg. Der ICE-532 nach Oldenburg. Und unser IC-2781 nach Hamburg Hauptbahnhof. Das ist ja auch schön. Ankunft 23:20 Uhr, Abfahrt 22:22 Uhr. Irgendwie ist das nicht so ganz möglich. Naja, ich führe es mal auf diese GPS-Störung. Möglicherweise werden ihre Stationshalte nicht korrekt gewertet. Die Fahrdienstleitung, schreibt man groß, ist informiert. Da kommt noch ein RE. Was ist das denn für einer? Das ist der RE-4435 nach Hannover. Wir fahren eine BR-101. Und zwar die BR-101-37. Der Deutschen Bahn mit Intercity-Wagen. Das sind aber die Standard. Also nichts Besonderes. Die umlackierten Interregio sozusagen. Scheibenwischer einstellen. Geht aber, glaube ich, auch nur ein aus.
hinten die, die sind. Und wir haben Abfahrt hinten, die sind auch auf. Naja. Geben wir mal Gas. Die kannst du auch mit 100% anfahren. Und grünes Signal. Wir können es aus der PZB befreien und direkt mal auf 60 hochdrehen. Nächster Halt ist Uelzen, Gleis 102. Ist jetzt ein schönes Nachtszenario, da sieht man natürlich gar nichts. Ich hab mal's. Ah, doch, Caplight ist an. Die möchte bestätigt sein. Ja, das hier war in der VR die Taste für die SIFA, die Leertaste. Hier ist es das Horn. Hier ist es auf dem Nummernblock die Enter-Taste. Hier dürfen wir jetzt auch 110, wie wir an der 11 auf dem Schild hier hinten erkennen konnten. Aha. Sehr lustig, gerade was eine Geschwindigkeitsübertretung. Naja. Tut auch draußen schon schön donnern. Das Fahrzeugpaket heißt auch der Sturm. Ordentlich regnet, habe ich das Gefühl. Von der Länge her geht der Zug eigentlich. Leckt er gerade ein bisschen, warum auch immer. Irgendwas muss er scheinbar laden. Gefällt ihm gerade hier nicht ganz so, dem Herrn Trainingssimulator. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie im Intercity 2782 auf der Fahrt von Hannover Hauptbahnhof nach Hamburg-Altona über Uelzen, Lüneburg, Hamburg-Harburg, Hamburg-Hauptbahnhof von Hamburg-Dammtor. Dieser Zug fährt als Ersatzzug für den ICE 782. Fahrgäste mit Reservierungen für den ICE 782. Wenden Sie sich bitte an das Zugpersonal. Wir werden Ihnen entsprechend die Plätze zuweisen. Der nächste Halt des Zuges ist Uelzen, welchen wir voraussichtlich um 23.20 Uhr erreichen werden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ich meine, es wäre der 82, ist aber der 81, da habe ich mich ja vertan. Ah, LZB. Das brauchen wir außer sie verdrücken auch nichts mehr zu machen. Schöne BR-101, das jetzt kommt mir irgendwie ein bisschen überbeleuchtet vor. Auch schön, dass man so gucken kann. Da ist die Lampe. Also ganz stimmt das hier ja nicht.
Bahnhof, hier ist nix. Die Lok sollte jetzt auf 160 beschleunigen. Tut sie auch. Grünes Signal. Ach ja, so viel zu sagen gibt es jetzt eigentlich gerade nicht. 9,9 Kilometer ist scheinbar die nächste Veränderung. Ach nö, kann doch nicht mehr anzeigen, ist noch weiter weg. Das heißt, fürs Erste einfach gerade durchfahren. Mal sehen, was der Abend noch bringt. Und das Gleis will ich nicht. Kilometer. Jetzt sind es nur noch 82 bis Uelzen. Außer Mond sieht man auch nichts. Ist eigentlich auch komisch. Es soll so richtig scheiß Wetter sein, aber den Mond sieht man. LZB sagt, wir sind in der Überwachung. Fahrdienstleitung an alle Triebfahrzeuge in Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Sie haben die Unwetterwarnung mitbekommen. Es läuft noch alles nach Plan. Auf dass wir den IC 782 ab Hannover nach Bremen schicken und bis Hamburg durch den 2782 ersetzen müssen. Wir rechnen aber im Laufe der nächsten 2 Stunden mit erheblichen Störungen auf allen Strecken. Seien Sie wachsam und lassen Sie unbedingt den Funk an. Wir haben hier vorsichtshalber einen Krisenstab gebildet.
Fahrdienstleiter, der sagt, wir werden eine 2782. Naja. Ach, da vorne ist 200. Können wir irgendwie nicht Gas geben? Keine Menschen sehen? Und doch, da ist jemand auf dem Gleis. Auf wen warten die denn hier in Isanah? Ja, sogar ein Gegenzug. IC kommen sie wenigstens vernünftig flott nach Hamburg. Erster Cut wird in Uelzen sein. Hier zwischendrin habe ich keinen Bock da drauf. Schade, dass wir nicht in die Zelle haben. Und es donnert wieder.
vorne ist ein grünes Signal. Hier unten diese Anzeige hier, die ist mir auch schleierhaft. Manchmal steht das da, manchmal was anderes. Was piept da rum? Auch empfängt da eine Änderung in 9,4 Kilometern. Und da sind es nur noch 64 Kilometer bis Uelzen. Fahrdienstleitung an alle Triebfahrzeuge in Niedersachsen. Folgende Strecke sind ab sofort. Ich wiederhole, ab sofort bis auf weiteres gesperrt. Uelzen-Soltau, Uelzen-Wittingen, Lüneburg-Lübeck und Rothenburg-Werden. Bitte am nächstmöglichen Bahnhof halten und auf weitere Anweisungen warten. Für Personenzüge auf diesen Strecken organisieren wir gerade einen Schienenersatzverkehr und stehen mit dem Zugpersonal in Verbindung. Achten Sie bitte auf alle ungewöhnlichen Vorkommnisse auf den Strecken. Der Wind ist schon sehr stark. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die nächsten Bäume schon langsam verabschieden. Oh. Bei uns läuft ja noch alles problemlos. Naja, solange wir keine Streckensperrung kassieren, ist ja alles gut. Anders wiederum heißt, das Szenario wäre vor Hamburg fertig, wenn die Strecke dicht ist. Oh, hier vorne ist 150. Ach so, das ist Zelle. Ja, da können wir nicht mit 200 durchbrettern. Noch 50 Kilometer bis Uelzen. Na gut. Eher 55. Wie weit ist es denn bis Hamburg? Hunderteinundvierzig. Wofür so ein Sterbarat hier? Wir hätten nur. Ich hätte nur wenige Vermutungen. Eine wäre fürs europäische Zugsicherungssystem ich lach mich tot. Also wieder irgend so ein Müll von der EU. Sind wir ja aber schon gewohnt. Sogar die Gegenstrecke ist frei.
da alle für rote? Ach, das sind Signale. Die sind ja in Zelle. Ich dachte schon, hä? Du siehst halt kaum was. Warnen, dass ein Durchzug kommt. Ist auch wieder 200. Personenverkehr betrifft uns nicht. Was willst du denn?
9,6 Kilometer sind 160, sagt er mir schon. Ah, da können wir erstmal, was weiß ich, 8,6 auf 200 fahren. LZB wird schon wissen, wann sie zu bremsen hat. Wenn nicht, muss ich halt nachhelfen, aber oh, eigentlich brauche ich das nicht. Kilometer bis Uelzen. Ja, die Aufnahme wird wahrscheinlich auch wieder ewig groß. Aber gut, das habe ich mir ja selbst eingebrockt, wenn ich das Spiel aufnehme. Das war die SIFA. 15 kV Oberstromspannung. Das ist ja normal. Das ist, glaube ich, für Kilovolt. Und gerade. Ach so, das ist die Leistungsanzeige. Ja, um die 50 Ampere gehen gerade. Das ist der FSPBR angelegt. FS wahrscheinlich Fahrspannung. Fahrdienstleitung an 2782. Fahrdienstleitung an 2782. Wir haben Probleme. So wie es aussieht, werden wir wohl in den nächsten zwei Stunden den Abschnitt von Uelzen nach Lüneburg vorsichtshalber sperren müssen. Wir haben nun auch hier schon mal mehrere Busunternehmen beauftragt, in die Bereitschaft zu gehen. Wir möchten aber den Personenverkehr nach Hamburg nach Möglichkeit noch über die Schiene abwickeln. Wie lange wir das aufrechterhalten können, das wissen wir nicht. Unsere Teams sind vor Ort und alle Triebfahrzeugführer sind sowieso angewiesen, jegliche Vorkommnisse direkt zu melden. Richtung Hamburg ist heute nur noch Ihr Zug unterwegs, ein Metronom, der ab Uelzen fährt und später noch ein ICE. Wir haben uns entschieden, Ihren Zug in Uelzen enden zu lassen und den Metronom 20 Minuten später weiter nach Hamburg zu schicken. Der nimmt auch Ihren Fahrgäste mit. Das Problem ist nun, der Triebfahrzeugführer für den Metronom steht im Stau. Vollsperrung der A7 und B4. Also werden Sie den Zug in Uelzen übernehmen und nach Hamburg fahren. Der Metronom steht in Uelzen am gleichen Bahnsteig. Informieren Sie bitte die Fahrgäste über diese Änderung. Also nochmal, in Uelzen bitte auf den Metronom 81644 am gleichen Bahnsteig wechseln und diesen bis Hamburg Hauptbahnhof weiterfahren. Gute Fahrt, wenn es irgendwelche Probleme unterwegs gibt, direkt melden. Danke, FDL. Wirklich danke. Stimmt ja mit dem Mikro nicht. Naja, da weil wir ein bisschen schnippeln dürfen, ne? Solange ich was sage, scheint es zu gehen, aber zwischendurch gibt er mir hier auf dem Tonspannding immer so Ausschläge an. Ich weiß nicht warum. Na, jetzt macht das gerade wieder nicht. Naja, dann werde ich wohl ein bisschen schnippeln dürfen. Solange es während ich rede funktioniert, ist es noch okay.
muss ich halt den Rest der Tonspur auf stumm stellen. Hier war es gerade schon wieder. Ich weiß nicht warum. Scheint ein Defekt zu sein. Oder irgendwas ist am Kabel. Werde ich mich mal wann anders noch drum kümmern müssen. Jetzt erstmal fahren wir noch bis Oelz. Ich versuche gerade den Fehler irgendwie rauszukriegen, ob es vielleicht doch an mir liegt. An der Lautstärke liegt schon mal nicht. Uelzen? Keine Ahnung, scheint random zu sein. Vor allem bis gerade eben ging es noch. Wie gut, dass wir gerade die LZB haben. Da kann ich mich auf das Tonband ein wenig konzentrieren. Ja, das war ich gerade. Ich werde es aber wahrscheinlich eh stumm schalten. Also vergiss, was ich gerade gesagt habe. Im Sound habe ich es nicht, also scheint es vorne entweder im Splitter zu sein oder es ist direkt der Anschluss. Da donnert es auch schon wieder. Naja, um die Tonspur kümmere ich mich mal wann anders. Was heißt Tonspur? Ich mein's Mikro. So. Die Tonspur, da kümmere ich mich immer direkt nach der Aufnahme drum. Wann ich es dann allerdings zusammenschneide mit der Videospur und dann hochlade, das ist immer so eine Sache, wie faul ich gerade bin. ...26 Kilometer bis Oelz. Irgendwie scheint die Zeit hier auch nicht ganz synchron zu sein. Laut Rennsimulator sind wir... Wann sind wir losgefahren? 44. Ja, da wären wir... Hey, das kann doch nicht sein. Wir haben ja erst 20 Minuten unterwegs. Ne, 25. Aber trotzdem. In der Videospur sind wir schon über eine halbe Stunde unterwegs. Das ist wahrscheinlich Unterlüss. Kann das sein? Ja. Das heißt, ich darf jetzt in Uelzen auch noch den Zug wechseln. Meine Damen und Herren, beachten Sie bitte die folgende Durchsage. Aufgrund des Unwetters endet dieser Zug in Uelzen. Ich wiederhole, dieser Zug endet in Uelzen. Fahrgäste in Richtung Hamburg bitten wir in Uelzen umzusteigen auf den Metronom 81 644 nach Hamburg Hauptbahnhof mit allen unterwegs halten. Planmäßige Abfahrt 23.07 Uhr. Dieser Zug wird auf unsere Ankunft warten. Ich wiederhole, dieser Zug endet in Uelzen. Bitte steigen Sie in Richtung Lüneburg und Hamburg um im Metronom 81 644 auf Gleis 103 am gleichen Bahnsteig. Meine Damen und Herren, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Doch, du wirst noch einen schönen Abend haben. Ich darf Metronom fahren.
Abend ist auch gut gesagt. Bis wann kommen wir ja eigentlich schon morgen? Naja, nehmen wir sie, wie es kommt. Immerhin 146, mehr hat die Metro noch mehr, glaube ich, sogar gar nicht. Müsste ich jetzt aber googeln, das will ich jetzt mich nicht drauf festlegen. Wow, 2 Meter 200, ich bin ja echt begeistert. Ich tippe beschleunigt auf 170 hoch. Mehr würde er nicht machen, weil der hat ja eine Bremskurve einzuhalten. Beschleunigt sogar mehr als 170. Aber die 180 macht er nicht. Nee. Bei 175 bleibt er stehen. Wofür ist denn hier eigentlich überall 160? Und was liegt hier eigentlich auf den Gleisen? Haben wir eine Taschenlampe? Das auch nicht erkennen. Doch in der Form könnten es Blätter sein. Ist es ja auch gar nicht mehr. Sonst hätte ich gerade mal im Locklicht geguckt. Aber die Kurve kann es auch mit 200 nehmen. Na gut, 190. Schneller fahren kannst ja nicht, weil die LZB lässt dich mit der AFB gekuppelt nicht schneller. Wenn die AFB ausschaltet, bremst es da nicht ab. LZB-Zwangsbremsung hatte ich noch nie. Die meisten Zwangsen, die ich bis jetzt hatte, sind alle PZB. Hier ist ein Metronom. Zwölf Kilometer bis Uelzen. Eigentlich wollte ich ja bei 20 Minuten schon cutten, aber so mitten auf der Strecke ist auch blöd. Das wird beim Metronom allerdings einfacher, der hält ja überall. Mal sehen, was haben wir denn da? Wo ist ein Uelzen? Das hier sieht nach Uelzen aus. Ja. Wo geht's denn los? Ah. Bad Bevensen. Bienenbüttel. Ach, hör mir auf. Die einzigen halte ich noch keines Wittensen. Lüneburg.
Stahle, Hamburg-Harburg, Hamburg-Hauptbahnhof, Radbruch und Bad Wilhelmsburg oder so. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Und das nur, weil ich den Metronom schon mal gefahren bin. Wir erreichen in Kürze Uelzen. Dieser Zug endet außerplanmäßig dort. Wir bitten alle Fahrgäste in Richtung Hamburg unter Lüneburg auf den Metronom 81-644 auf Gleis 103 am gleichen Bahnsteig umzusteigen. Ich wiederhole, dieser Zug endet in Uelzen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ja. Da ist auch schon Uelzen. Wir nehmen mal die. Ist ja gut. Das war L fürs Lokführerlicht, ich wollte aber auf Ö drücken für Bremse. Liegt ja direkt daneben. Ist da Lokführerlicht, weil das mit L besser zusammenpasst. Eigentlich ist es ja Führerstandsbeleuchtung. Ach, Signalrot. Aber ich will ja eh vorher anhalten. So, fahren wir mal mit 40 in den Bahnhof rein. Ich meine, der Metronom ist eh viel zu spät, das juckt dann auch kein mehr, die eine Minute. Thank you.
Das steht da auch schon. ZB ist fertig. Jo, gut, da habe ich dann nochmal die PZB gedrückt. Wie gut, dass mir der Leuchtmelder aufgefallen ist. Sonst hätte er uns hier noch eine Zwangsbremse gegeben. So. Langsam zum Stehen kommen, Türen auf, Zug abrüsten, FB aus, Richtungswende neutral, Bremse 22% passt, Panto sinken, oh, sonst kann man hier nicht viel machen, das heißt Lokführerlicht aus, Spitzenbeleuchtung aus. Das juckt hier auch keinen, ob das an ist oder nicht. Juhu! Bin ich froh, dass ich den Mod für den Steuerwagen installiert habe, dass du nicht so hoch oben sitzt. Was macht denn der da drüben jetzt? Fährt bis zum Signal vor. Vielleicht lassen wir die Leute hier auch einsteigen. Steht zwar jetzt nicht in der Aufgabe drin, aber ich mach das mal. Der hat auch gar keinen Fahrplan. Auch sehr schön. Ich muss ja eher auf 40 setzen wegen PZB. Spannung, Oberstrom. Der Panto ist aber oben. Bei den RSC-Dingern, die sind ja eh so total verbuggt. Ach, das sind Blätter, die hier auf dem Bahnsteig liegen. Ach so, ja. Nachdem wir den hier aufgerüstet haben, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir setzen mal hier einen Cut, sonst werde ich das nie hochladen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.